Servus, heute zeige ich euch zwei Varianten für das perfekte pochierte Ei. Als erstes benötigen wir natürlich kochendes Wasser. Das Ei gebe ich in ein Sieb, dadurch geht das instabile Eiweiß verloren. Jetzt gebe ich das Ei ins Wasser. Wichtig ist, dass das Wasser in Bewegung ist, damit sich das Eiweiß und den Dotter legt. Nach 3 Minuten ist euer pochiertes Ei fertig und ihr könnt es aus dem Wasser holen. Jetzt zeige ich euch noch eine einfache Variante von Jamie Oliver. Für diese Variante gebt ihr das Ei in eine mit Olivenöl ausgestrichene Frischhaltefolie. Der Vorteil ist nicht nur, dass sie wesentlich einfacher ist, sondern auch, dass ihr gleich Gewürze, Käse oder auch Kräuter hinzufügen könnt. Anschließend wird die Frischhaltefolie zusammengeknotet und das Ei kommt auch für etwa 3 Minuten in das Wasser. Jetzt könnt ihr die Folie mit einer Schere oder einem scharfen Messer abschneiden. Ich esse pochiertes Ei besonders gerne mit Brot und Tomaten. Dafür backe ich das Brot in etwas Olivenöl raus und verteile die Tomaten darauf. Jetzt kommen meine pochierten Eier darauf. Einmal die Variante von Jamie Oliver und einmal die herkömmliche. Welche Variante gefällt euch besser und habt ihr noch Tipps und Tricks für pochierte Eier? Schreibt es mir doch in die Kommentare und lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Video.